Ja, hallo zusammen. Heute ist die vorletzte Vorlesung und wir fangen nochmal ein neues Kapitel an. Das Kapitel Informationstheorie, da sind die Verbindungen zu den anderen Kapiteln nicht so eng, wie das bei den vorherigen Kapiteln untereinander war. Also bei den vorherigen Kapiteln war es ja so, dass man insgesamt eigentlich ein ganz rundes Themengebiet hat, wo durchgängig Fragen wie schwierig ist ein Problem, beziehungsweise in unserer Sprache, wie schwierig ist das Wort Problem für bestimmte Fragen, was sind sozusagen die Klassen, in die sich Sprachen entsprechend ihrer ja, Mächtigkeit, Ausdrucksfähigkeit einerseits und Schwierigkeit andererseits eingruppieren lassen. Was ist das zugehörige Maschinenmodell? Was ist das zugehörige Regelsystem zur Erzeugung dieser Sprachen? Also das war insgesamt ganz rund und vor allem auch das letzte Kapitel mit den Grammatiken hatte dann direkten Bezug zu dem ersten Kapitel, wo wir die endlichen Automaten regulären Sprachen betrachtet haben. Und durchgängig haben wir sowas wie Maschinenmodelle, endliche Automaten, Turingmaschinen, Kellerautomaten betrachtet. Das hier, Informationstheorie, fällt da sozusagen raus. Das ist ein eigenes Thema, was aber zu den theoretischen Grundlagen der Informatik gehört und deshalb soll es hier auf jeden Fall angesprochen werden. So, worum geht's? Ja, wir betrachten sowas wie Codierung von einem Alphabet oder von Worten oder Daten mit unterschiedlichen aus unterschiedlichen Gründen oder mit unterschiedlichen Anwendungen im Hinterkopf. Quellcodierung, das war also eine Quelle einer Informationsquelle codieren wollen. Kanalkodierung, dass wir eben uns auf die Übertragung von Daten konzentrieren oder auch Kryptographie, um sozusagen sicher gegenüber Zugriff von außen zu codieren. Also nochmal genauer Quellcodierung. Wir wollen am Ausgang einer Informationsquelle codieren und zwar so, dass Redundanz reduziert wird. Das ist also was wie komprimieren. Ja? Also hier steht es auch ganz genau als Hauptaufgabe Datenkompression. Ja? Da kann man jetzt unterscheiden zwischen verlustfreier und verlustbehafteter Kompression. Also wir wollen unsere Daten komprimieren, um Redundanzen auszuschalten, aber möglicherweise noch darüber hinaus, eben um möglichst kurze Codierungslänge, möglichst hohe Kompression zu bekommen. Und da könnte man natürlich sagen, naja, wir nehmen vielleicht auch sogar in Kauf, dass ein gewisser Verlust, ein gewisser Teil der Information verloren geht dabei. Das hat natürlich Zeiten von Big Data hohe wirtschaftliche Bedeutung. Die nächste Art der Codierung, also Art der Codierung mit, was ist die Motivation, warum wir codieren, ist Kanalkodierung. Da schauen wir also auf die Übertragung von Daten, digitalen Daten und auf den Sachverhalt, dass die Übertragung gestört sein könnte. Ja, der Kanal ist gestört und wir eben schützen wollen, durch die Codierung vor Übertragungsfehlern, indem wir wieder Redundanz zufügen. Ja, das ist also sozusagen konträr zu dem, was bei der Quellcodierung so typischerweise passiert. Hier würde man also mehr Redundanz reinbringen, um eben im Fehlerfall die Fehler auch finden und korrigieren zu können, wie es hier als letzten Punkt auch steht. Ja. Und ja, dritter Grund oder Anwendung, warum man codieren will, ist eben Informationssicherheit. Also wir wollen ja, sozusagen widerstandsfähig sein gegenüber unbefugten Lesen von übertragener Informationen beziehungsweise unbefugten Verändern. Okay. Sie werden feststellen, dass dieses Kapitel nicht in meinem Skript behandelt wird. Mit den Folien zur Vorlesung haben Sie aber alles vollständig abgedeckt, was wir hier besprechen.
Sie können auch darüber hinaus mal in das Skript von Herrn Müller-Quade aus dem Wintersemester 08/09 schauen. Also das habe ich auch als Quelle genommen mit für dieses Thema. Das ist auch auf unserer Homepage verlinkt. Und das wiederum basiert sehr stark auf dem Buch von Werner Information und Codierung. Den Link dazu haben wir auch auf der Webseite. Okay. Ja, Informationstheorie, da ist jetzt mal die allererste Frage, was ist Information? Im Sinne von einer formalen Definition für Information. Also was wir betrachten, ist immer so ein Alphabet, wie bisher auch, ja, ein Alphabet von Zeichen oder Elementen. Und hier schauen wir immer gleichzeitig auf die Wahrscheinlichkeit dieser Zeichen. Ja. Also wenn hier das Alphabet oder die Menge von Zeichen Sigma ist, Sigma gleich 1 bis n, dann ist mit 1 bis n eigentlich gemeint, das sind also n-Zeichen und die sind durchnummeriert mit 1 durch n. Kann also auch irgendwas anderes sein, also eben die Zahlen 1 bis n. Und die haben jeweils eine Wahrscheinlichkeit, das erste Wahrscheinlichkeit p1, zweite Wahrscheinlichkeit p2 und so weiter bis n, das hat Wahrscheinlichkeit pn. Und wir betrachten jetzt also so eine Informationsquelle, aus der solche Zeichen herausfallen, ja. Zeichen i aus Sigma mit einer Wahrscheinlichkeit pi. Im mathematischen Sinne ist das nichts anderes als eine diskrete endliche Zufallsvariable, diese Informationsquelle. Wir müssen ein klein bisschen mit Wahrscheinlichkeiten auch umgehen, aber nicht über das ganz Grundlegende hinaus. So, einfach als Beispiel, was gemeint ist mit einer Informationsquelle, wo eben solche Zeichen rauskommen, die eine gewisse Wahrscheinlichkeit haben. Betrachten Sie einen Würfel mit 6 Seiten, bei dem jede Seite mit gleicher Wahrscheinlichkeit auftritt, wenn Sie den Würfel werfen. Das heißt also, Sie haben also als die Menge Sigma 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, und die Wahrscheinlichkeiten sind jeweils ein Sechstel. Ne? Pi ist für 1 bis 6 jeweils ein Sechstel. Bei einem idealen Würfel, wo es so ist wie hier, dass also wirklich alle 6 Seiten mit gleicher Wahrscheinlichkeit auftreten, ist es schwer vorherzusagen, was eigentlich passiert. Das heißt also, der Erkenntnisgewinn durch eine Ausführung ist hoch. Ja? Also vorher nicht sozusagen sagen können, naja, da wird wahrscheinlich das und das kommen, ist das, was dann kommt, bringt Ihnen sozusagen viel Information. Ja? Gegenüber der Situation, Sie hätten also einen Würfel, wo die Wahrscheinlichkeiten ja, ungleich verteilt sind, vor allem die 6 besonders häufig ist, also mit hoher Wahrscheinlichkeit kommt, also hier meinetwegen mit Wahrscheinlichkeit 1,5 kommt und die anderen kommen in der Summe nur mit Wahrscheinlichkeit 1,5, also jedes weiter mit der Wahrscheinlichkeit 1/10. Da würden Sie vorab schon sagen, naja gut, also jetzt, bevor ich werfe, na, da wird wohl die 6 kommen. Ja? Das heißt also, der Informations- oder Erkenntnisgewinn ist kleiner für einen solchen Wurf. Ja? Das ist sozusagen die Idee, die zur Definition von Information führt. Wir suchen also ein Maß für den Erkenntnisgewinn nach Ausgang K. Ja? Also Folgendes kommt raus bei einem Würfelwurf mit Wahrscheinlichkeit pk. Und diesen Erkenntnisgewinn bezeichnen wir als Information, abgekürzt als i und ein pk, denn das hängt ja ganz entscheidend ab von der Wahrscheinlichkeit, wie hoch der Erkenntnisgewinn, wie hoch die Information ist. Also Information wird mit i pk abgezeichnet, abgekürzt oder geschrieben. Pk ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Ausgang einer Informationsquelle für das nächste Mal k ist. Und wir wollen jetzt definieren, wie also dieses IPK aussieht. Dazu kann man mal überlegen, ja, was ist denn unsere Intuition, wie das aussehen soll oder Forderungen oder Wünsche an Aussehen von dem IPK, was ja irgendwie ein Wert sein muss. Ne? Also wir wollen sozusagen Information als Wert oder Erkenntnisgewinn als Wert darstellen, also Wert, Zahlenwert. Ja, was haben wir da an Wünsche? Naja gut, die Information soll nicht negativ sein. Also das wollen wir nicht, dass nach so einem Ereignis wir weniger wissen als vorher. Ja? Das heißt also, das I, PI soll größer gleich 0 sein.
Und bei einem sicheren Ereignis, also wenn man vorher schon weiß, was rauskommt, haben wir keinen Informations- oder Erkenntnisgewinn. Also da soll die Information sozusagen null sein. Ja? Kleine Veränderungen in der Wahrscheinlichkeit haben, also betrachten zwei Ereignisse, die nur sehr unterschiedliche Wahrscheinlichkeit haben, dann soll entsprechend auch die Information nur in der Größe sich unwesentlich unterscheiden. Also kleine Änderungen an der Wahrscheinlichkeit sollen nur kleine Änderungen an der Information bewirken. Also wenn wir das mathematisch ausdrücken, soll Information als eine Funktion in der Wahrscheinlichkeit stetig sein. Und dann haben wir natürlich auch so einen Wunsch wie, dass eine doppelt so lange Zeichenkette auch doppelt so viel Information enthalten können soll. Da passt es hervorragend, wenn man jetzt mal Wahrscheinlichkeitsrechnung im Kopf hat, wenn wir sagen, okay, wir machen also jetzt eine doppelt so lange Zeichenkette, also die Zeichenkette I gefolgt von Zeichenkette J, deren Wahrscheinlichkeit, die ist ja PI mal PJ. Und wenn wir dann fordern und für die Information zu dem der doppelt so langen Zeichenkette bestehend aus I und J, soll gerade IPI plus IPJ sein. Das passt ja auch zu dem, wie die Wahrscheinlichkeiten sich verhalten. Ein Ereignis hat ein Folgeereignis und jetzt sagen diese beiden zusammen als Ereignis betrachtet und schaut, welche Wahrscheinlichkeit haben die. Also das ist im Prinzip das, was hier in anderen Worten steht. Also damit wird sichergestellt, dass die Information einer unabhängigen Zeichenkette gleich der Summe der Einzelinformationen. Okay, so, mit den Wünschen im Hinterkopf definieren wir Informationen folgendermaßen. Sei P also eine Wahrscheinlichkeit und die Information zu P, zu einer festgewählten Basis B, ist P gleich Logarithmus 1 durch P zur Basis B. Was ja, wenn man Logarithmengesetze anwendet, nichts anderes ist als minus Logarithmus P zur Basis B. Und wir werden jetzt immer als Basis 2 betrachten, auch weil wir immer Binärkodierung. Also hier, im Logarithmus muss man hantieren. Ich habe nur zur Erinnerung, Schulwissen, Logarithmus x mal y zu irgendeiner Basis a ist Logarithmus x plus Logarithmus y jeweils zur Basis a. Passt hervorragend zu dem, was wir haben wollen für die Information von einer Zeichenkette, die eben aus zwei aneinandergereihten Zeichenketten besteht. Das, was wir gerade eben gesehen, also angewendet haben, Logarithmus 1 durch x ist gleich minus Logarithmus x. Basiswechsel kann man auch durchführen. Und hier ist mal aufgezeichnet, wie sich also sozusagen die Kurve zur Informationenabhängigkeit von der Wahrscheinlichkeit verhält. Hier unten steht P, aber eigentlich ist das 1 durch P, was hier eingetragen ist. Also das Ganze wird, also eine Wahrscheinlichkeit ist ja immer kleiner gleich 1 und in der Information gucken wir also jetzt minus Logarithmus 1 durch P oder Logarithmus 1 durch P gleich minus Logarithmus P. Und die Funktion verhält sich also dann so für 1 durch P. Okay, also hier nochmal Definition für Information. Also IP, Information zur Wahrscheinlichkeit P, soll sein minus Logarithmus P zur Basis 2 typischerweise. Jetzt mal nochmal im Beispiel, macht das Sinn? Also wir betrachten eine Münze mit zwei Seiten, Kopf oder Zahl, und beide Seiten kommen mit gleicher Wahrscheinlichkeit 1/2. Dann ist die Information eines Münzwurfs gleich Logarithmus 1 durch 1/2 gleich Logarithmus 2 gleich 1. Wunderbar. Wenn wir jetzt K mal werfen, ist die Wahrscheinlichkeit für einen ganz bestimmten Ausgang, ja, also Kopf, Kopf, Zahl, Kopf, Kopf, Zahl, Kopf, Kopf, irgendwie 1/2 mal 1/2 mal 1/2 sozusagen, K-fach, also 1 durch 2 hoch K. Und die entsprechende Information minus Logarithmus 1 durch 2 hoch K gleich Logarithmus 2 hoch K gleich K. So, eng verbunden mit dem Begriff der Information ist der Begriff der Entropie. Und was ist das? Anschaulich formuliert, die Entropie ist ein Maß für den mittleren Informationsgehalt pro Zeichen einer Quelle.
Ja, also es kommen jetzt aus der Quelle Zeichen aus unserem Sigma raus und so eine ganze Folge an. Und was ist der mittlere Informationsgehalt für diese Folge? Oder eben, wenn Sie das Sigma angucken, alle Zeichen in Sigma, was ist der mittlere Informationsgehalt für Sigma? Das hängt natürlich von den Wahrscheinlichkeiten ab, auch den Streuungen der Wahrscheinlichkeiten. Interessante Sichtweise oder andere Sichtweise, auf die wir hier nicht weiter eingehen, die ich nur zur Information auf der Folie habe, die Entropie so eines Strings bezeichnet die Länge, unter der ein String nicht komprimiert werden kann. Kolmogorov-Komplexität, das ist ein Komplexitätsbegriff eines Strings, ist gerade die Länge des kürzesten Programms, das diesen String ausgibt. Und die Entropie ist gerade dafür eine untere Schranke. Aber das, wie gesagt, da gehen wir nicht weiter auf ein. Also Entropie, ja, also mittlerer Informationsgehalt einer Quelle. Ist irgendwie klar, wie das dann definiert ist, wenn die Information als Logarithmus 1 durch p von x definiert ist für ein Zeichen oder ein Element x. Entropie, wir haben jetzt immer bei der Basis 2, einer diskreten Zufallsvariable mit Ereignissen aus x, ja, und Wahrscheinlichkeiten p von x für jedes x aus groß x, ist definiert durch, na gut, wir summieren auf über die Ereignisse, Wahrscheinlichkeit jedes einzelnen Ereignisses mal Information des Ereignisses. Und den mittleren Informationsgehalt, das ist ja nicht anders als aufsummiert alle Möglichkeiten, Wahrscheinlichkeit jeder einzelnen mal dem Informationsgehalt. So, hier fällt jetzt auf, dass man da auch schon mal durch Null dividieren würde, ja, die Wahrscheinlichkeit von so einem x könnte ja 0 sein. So, und da nutzen wir einfach die Konvention, das soll 0 rauskommen, wenn hier vorne dann eben dieser Vorfaktor dann auch 0 ist. Ne? Also das p von x ist 0, wenn das 0 ist, dann ist der Vorfaktor auch 0. Also insofern ist das unkritisch, irgendwie hier zu sagen, naja gut, da soll also 0 rauskommen. Während sonst, wenn hier der Vorfaktor nicht 0 wäre und hier oben was ungleich 0 stünde, bei Division von 0 man per Konvention unendlich definieren. So, eins ist schon mal klar, dieses h von x, die Entropie, ist immer größer 0. Ja? Größer gleich 0. So, also Entropie ist der mittlere Informationsgehalt, so ein Sigma. Das hängt von den Wahrscheinlichkeiten der Elemente aus Sigma ab. Die Frage ist, wann wird der maximal, der mittlere Informationsgehalt? Hängt sicher auch von der Streuung der Wahrscheinlichkeiten ab. Man kann leicht einsehen, dass die Entropien einer diskreten endlichen Zufallsvariable mit n Zeichen maximal wird, wenn die alle gleich wahrscheinlich sind. Also die Entropie ist ja aufsummiert über all die Zeichen, Wahrscheinlichkeit des Zeichens mal Logarithmus 1 durch Wahrscheinlichkeit des Zeichens. Das wird am größten, wenn die alle gleich wahrscheinlich sind. Und dann kommt gerade log n raus. Log, Anzahl der Zeichen. Bei der deutschen Sprache zum Beispiel ist es nicht so, dass Maximum angenommen wird. Die Entropie der deutschen Sprache liegt bei 4,1. Ausrechnen, wenn man die Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Buchstaben anschaut, ja, in deutschem Text. Bei 26 Buchstaben würde sich als maximale Entropie 4,7 ergeben. 4,1 sind kleiner. Und hier auch nochmal für die Münze diese Funktion, die die Entropie angibt, aufgetragen. Also bei einer Münze, realen Münze ist für beide Seiten Wahrscheinlichkeit 1/2, würde man gerade hier landen, ne? Wahrscheinlichkeit 1/2, also Zahl ist die Wahrscheinlichkeit 1/2 und wenn die Münze ideal ist, dann ist auch für Kopf, Wappen die Wahrscheinlichkeit 1/2 und die ist ja formal, wenn die Wahrscheinlichkeit für Zahl p ist, 1 minus p, ja, dann wäre p und 1 minus p beides 1/2, da kommt eben hier gerade das Maximum 1 raus. Aber wenn jetzt die Wahrscheinlichkeit für die Zahl irgendwo
liegt zwischen, meinetwegen bei 0,2 oder so, da würde für die für andere Kopf bei 0,8 liegen. Das heißt also, die Formel für die Entropie bei der Münze ist jetzt bei beliebiger Wahrscheinlichkeit zwischen 0 und 1 für Zahl, eben dieses h von x, gleich minus Wahrscheinlichkeit für Zahl, Logarithmuswahrscheinlichkeit für Zahl minus 1 minus Wahrscheinlichkeit für Zahl, was für Wappen Kopf ist, mal Logarithmus 1 minus p. Und die ist hier dargestellt. Okay, so, jetzt gucken wir mal konkrete Mechanismen oder Verfahren zum Kodieren an. Und wir wollen jetzt also sozusagen dieses Thema Quellkodierung angucken. Also wir wollen platzsparend kodieren oder komprimieren. Ja? Wir betrachten wieder eine Informationsquelle, also konkrete Wahrscheinlichkeitszufallsvariable x, die Zeichen i aus unserem Alphabet Sigma haben jeweils Wahrscheinlichkeit pi. Und wir wollen nur mit 0 und 1 kodieren. Ja? Also für die Zeichen aus Sigma haben wir nur Zeichenketten über 0, 1 zur Verfügung. Frage ist, wie können wir Sigma ohne Informationsverlust kodieren, sodass die erwartete Länge der Ausgabe möglichst klein ist, möglichst komprimiert. Formal, also wir ordnen jedem Zeichen i aus Sigma ein Codewort zi zu. Und das ist jetzt, weil wir eben über 0,1 bewegen wollen, aus 0,1 Sternchen, hat ni Zeichen. Und das soll jetzt also für Sigma so passieren, dass diese mittlere Codewortlänge möglichst klein ist, was die mittlere Codewortlänge, Bezeichnung n quer, wenn wir n Zeichen haben, das ist nichts anderes als Summe i aus Sigma, Wahrscheinlichkeit für i mal Länge von pi. So, wir schauen jetzt erstmal Kodierungsbäume an. Also wir kodieren binär, unser Sigma ist 1 bis n und wir wollen Präfixcodes, auf einer späteren Folie steht das auch nochmal genau, was damit gemeint ist. Also wir wollen Codes, wo der Code von einem Element aus Sigma nicht als Präfix des Codes eines anderen Elements von Sigma. So ein Kodierungsbaum für Sigma und C ist ein gerichteter binärer Baum, der folgendermaßen aussieht. Jede Kante ist mit 0 oder 1 annotiert. Ausgehend von einem Knoten haben wir immer höchstens eine Kante mit 0 und höchstens eine Kante mit 1 annotiert. Und die Blätter entsprechen gerade den Elementen aus Sigma. Und der Code soll jetzt so bestimmt sein, dass er gerade der 0,1-Folge entspricht, die auf dem Weg von der Wurzel zu dem Blatt, entsprechenden Blatt steht. Also hier haben wir als Elemente von Sigma A, B, C, D, E, F, G, H. Und das hier ist jetzt so ein Kodierungsbaum und das kann man so lesen. Die Kodierung von C ist, wir gehen von der Wurzel durch den Baum nach C und sammeln die Nullen und Einsen, die da an den Kanten annotiert sind, auf. Also 0, 1, 0 wäre der Code für C. Ja? Das hier ist jetzt definitiv ein Baum, der unsere Forderungen erfüllt. Binärer Baum, jede Kante ist mit 0 oder 1 kodiert und für jeden Knoten haben die maximal zwei ausführenden Kanten, auch nicht beide 0 oder nicht beide 1. Und hier ein weiteres, ja, B hat den Code 0, 0, 1, E hat den 1, 0, A hat den Code. Wenn wir das so definieren, dann gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen der Kodierung, also dem, was hier zu den Blättern gehört, und dem zugehörigen Bäumen. Wir bezeichnen die Tiefe eines Knotens in einem Baum T mit dt von v, das ist nichts anderes als die Anzahl der Kanten auf einem kürzesten Weg von der Wurzel zu dem Knoten v. Okay, und wir interessieren uns ja für die mittlere Codewortlänge und die soll möglichst kurz sein. Also jetzt für hier so einen Kodierungsbaum, der eben zum Alphabet Sigma gehört, wo die Elemente i Wahrscheinlichkeit pi haben und Codewortlänge ni gilt. Die mittlere Codewortlänge n Dach in Elemente ist nichts anderes als die Summe i aus Sigma, Wahrscheinlichkeit von i mal Codewort
Länge von i, also ni. Und das entspricht ja hier nichts anderem als der Tiefe des Knotens zu i im Baum. Das heißt, es ist nichts anderes als die Summe, also sozusagen die Elemente aus Sigma als Knoten im Baum aufgefasst. Das sind ja gerade die Blätter. Ja. Summe über die V aus Sigma, Wahrscheinlichkeit von V, Tiefe von V im Baum. Okay, gucken wir uns das hier nochmal für das Beispiel an. Also unser Sigma ist A, B, C, D, E, F, G, A. Das sind 8 Elemente. Die Wahrscheinlichkeit eines jeden ist 1/8. Haben wir mittlere Codewort Länge 3. Alle Codes haben Länge 3. Also ist auch die mittlere Code. Das ist jetzt nicht selbstverständlich, ja, dass man, wenn man so einen Code aufstellt mit entsprechendem Codierungsbaum, Codewortlänge für alle gleich ist, beziehungsweise die mittlere Codewort genau dem entspricht. Natürlich klar, bei so einem Baum, dass ich mit jedem zusätzlichen Bit, das wir zur Verfügung stellen, die Größe des darstellbaren Sigma verdoppelt. Ja, das ist einfach ein Bit mehr, heißt, wir können im Baum um eins tiefer gehen. Das heißt, es kommt eine Schicht hinzu. Bei so einem binären Baum können da gerade noch mal so viele hinzukommen. Das heißt, es ist, wie wir hier Blätter haben, das heißt, die Größe verdoppelt sich. Und man braucht dann natürlich für ein Alphabet mit Wörtern gleicher Länge, Wörtern gleicher Länge zu kodieren, gerade Log-Größe des Alphabets. Okay, jetzt Präfixcodes, das Wort habe ich eben schon in den Mund genommen. Bei Codes mit variabler Länge, also erstmal bei den Codes, die wir gerade betrachtet haben, ist klar, dass das Präfixcodes sind. Sie können, wenn die Codierung von je zwei Elementen verschieden ist. Sie können dann nicht die Situation haben, dass der Code des einen Präfix des Codes des anderen ist. Aber wie ich eben schon gesagt habe, wäre auch denkbar, dass man auf so einen Codierungsbaum kommt, das wird auch gleich passieren, wo die Blätter nicht alle in derselben Ebene hängen, ja, der also so ausgeglichen ist, weil die Länge des Codes eines Blattes ja gerade dem Weg von der Wurzel zu dem Blatt entspricht. Heißt es also, wenn Sie einen Baum haben, wo die Blätter auf unterschiedlichen Ebenen hängen, dass sie auch unterschiedliche Codewortlängen haben. Und bei unterschiedlichen Codewortlängen wäre jetzt mal prinzipiell ja möglich, dass der Code, so ein kürzerer Code eines Elementes, Präfix von dem Code eines anderen Elements. Sowas will man nicht haben, ja? Denn wenn Sie das hätten und würden dann sozusagen Codes aneinander, also Zeichen als String übertragen, eine Folge von Zeichen als String übertragen und einfach die Codes aneinander hängen, dann könnten Sie einfach nicht entscheiden, wann ist der Code Codierung eines Zeichens ist zu Ende und wann fängt der nächste an. Dann bräuchten sie so Trennzeichen. Also Codes, bei Codes mit variabler Länge muss man wissen, wann ein neues Codewort beginnt. Und bei einem Präfixcode fordert man eben, dass kein Codewort Anfang eines anderen Codeworts ist. Also man benötigt keine Trennzeichen zwischen einzelnen Codes, weil das kann einfach nicht sein. Also sie wissen einfach, wenn sie wissen, welche Codes wo kommen, wissen Sie, wann zu Ende ist, ja, wann der nächste, weil das eine nicht Präfix von einem anderen sein kann. Und man kann jetzt jeden Präfixcode als einen Baum darstellen. Das ist offensichtlich, dass auch wenn die Bäume nicht ausgeglichen sind, also die Blätter auf verschiedenen Ebenen hängen, die auf die Art nicht Codes kriegen können, wo das eine ein Präfix ist. Okay, schauen wir uns mal konkrete Beispiele an. Ein Beispiel für eine Codierung ist Morse-Alphabet, das hat variable Länge, also die Buchstaben unseres Alphabets, die sind eben kodiert. Es gibt erstmal zwei Zeichen, kurzes Signal, langes Signal, ja, also A hat kurz, lang. Die Signale kommen in gleichem Abstand. Dann würden Sie also hier nicht unterscheiden können, wenn kurz, lang kommt, ist das jetzt die Kodierung von A oder ist das die Kodierung von E gefolgt von T? E hat nur kurz, T hat nur lang, A hat kurz, lang, ja, können Sie nicht unterscheiden. Das heißt also, Sie brauchen hier noch ein Trennzeichen, was beim Morse-Alphabet dann einfach eine längere Pause ist. Pause, dritte Zeichen. So, also Morse-Alphabet ist jetzt ein Zeichen für eines,
Codierung, die nicht präfixfrei ist nach ihrer Sprechweise. Und sowas würde man aber ganz gerne haben. So, jetzt erstmal ist, ohne das was beweisen, in dem Zusammenhang auch das Shannon'sche Quellcodierungstheorem interessant, also Codes variabler Länge schauen wir ab jetzt mal an. Dann ist es natürlich nützlich, häufige Zeichen mit kürzeren Codes zu kodieren. Wir wollen ja die mittlere Codelänge klein halten. Das heißt also, wenn die häufigen kurz sind und die nicht so häufigen dann lang sein dürfen, dann können wir erzwingen, dass die mittlere Codewortlänge kürzer wird. Ja? Und Shannons Quellkodierungstheorem sagt, wenn Sie also eine diskrete endliche Zufallsvariable x haben, mit Entropie h von x, wie wir es eben definiert haben, und wir hätten also einen Präfixcode für x mit einem Codealphabet, das aus Groß D Zeichen besteht, dann gilt, dass die minimale mittlere Codewortlänge n oben Dach größer gleich Entropie von x durch Logarithmus d und kleiner gleich Entropie von x durch Logarithmus d plus 1 ist. Die mittlere Codewortlänge liegt zwischen h von x durch log d und h von x durch log d plus 1. Wie gesagt, beweisen. Okay, so jetzt ein erstes Beispiel einer ganz, in meinen Augen, ganz witzigen Codierung mit variabler Codewortlänge, die Präfixcode ist. Und die so ist, dass man diese Idee, häufig vorkommende Zeichen sollen kürzere Codes haben als selten vorkommende Zeichen, halt umsetzt auf eine bestimmte Art. Frage ist, ob das so umgesetzt ist, dass man wirklich beweisen kann, dass die mittlere Codewortlänge minimal ist. Das kann man, das nehme ich jetzt schon vorweg, hierfür nicht beweisen. Das ist nicht der Fall. Aber trotzdem ist es eine schöne Codierung, die wir später nochmal aufgreifen. Also Shannon-Fano-Codierung. Wir haben hier unsere Elemente, also das Nullte, das Erste und so weiter. Und die Wahrscheinlichkeiten der Elemente. Die sind also jetzt hier durchnummeriert, entsprechend ihrer Wahrscheinlichkeit. Das Erste ist das Wahrscheinlichste, das Zweite, Zweitwahrscheinlichste und so weiter. Ja? Also die Wahrscheinlichkeit, so wie wir hier durchnummeriert haben, nimmt von oben nach unten ab. Und die Frage ist, welche Codeworte über 0,1 ordnen wir hier den Elementen, dem 0, dem 0, ersten, zweiten und so weiter zu, sodass eben das nach unten halt immer länger wird oder eben die sehr wahrscheinlichen möglichst kurz kodiert sind. Ja, ich gebe als erstes Zeichen den oberen vier eine 0 und den anderen alle eine 1. Und dann teile ich hier oben nochmal durch und gebe als zweites Zeichen den ersten beiden eine 0 und den zweiten eine 1. Und so geht das irgendwie weiter. Frage ist, was ist das jetzt hier für eine Vorgehensweise? Gehen wir nochmal eins zurück. Die Vorgehensweise ist jetzt folgendes. Ich gucke mir die Wahrscheinlichkeiten an und ich gucke mir von oben nach unten an, wenn ich aufsummiere, wann komme ich das erste Mal auf oder über Wahrscheinlichkeit 1/2. Da mache ich einen Strich. Also hier ist, die oberen vier sind ungefähr gleich wahrscheinlich wie die unteren vier. Also wenn ich die vier Wahrscheinlichkeiten aufsummiere, komme ich hier gerade auf über etwas über 1/2, ein bisschen über 1/2. Das heißt also, die oberen vier sind ungefähr gleich wahrscheinlich wie die unteren vier oder anders ausgedrückt, die oberen vier Wahrscheinlichkeiten aufsummiert minus die unteren vier Wahrscheinlichkeiten aufsummiert, ist dem Betrage nach am kleinsten unter allen Möglichkeiten, wie ich hier sozusagen unterteile. Also ich unterteile da, wo die Wahrscheinlichkeit der Ober der Unterteilung aufsummiert minus die Wahrscheinlichkeit der unter der Unterteilung aufsummierten dem Betrag nach minimal ist. Und dann gebe ich einfach den oberen als erstes Zeichen des Codeworts, entsprechend Codewort zu 0 und den anderen eine 1. Und in genau der gleichen Weise mache ich weiter. Ja, das heißt also, ich gucke mir jetzt die oberen vier an, die haben zusammen ungefähr Wahrscheinlichkeit 1/2. Guck nach, wo muss ich unterteilen, dass die Differenz der Wahrscheinlichkeiten von dem oberen und dem unteren dem Betrag nach minimal wird, also wann bin ich da sozusagen das erste Mal von oben betrachtet über 1/4 oder bei 1/4. Das ist hier gerade nach den ersten zwei Elementen und da gebe ich einfach als zweites Zeichen der Codierung eine 0 und bei den weniger wahrscheinlichen als zweites
gleich in der Codierung eine 1 und so mache ich weiter, was dann automatisch dazu führt, dass das erste kriegt, als drittes Zeichen eine 0 kriegt und das zweite als drittes Zeichen eine 1 und damit bin ich auch schon bei den oberen fertig. Ja? Die Codewerte werden nicht mehr länger. Den zweiten 2 muss ich natürlich auch nochmal gucken, nochmal unterteilen. Die kriegen auch ein Codewort der Länge 3. Ja, das wahrscheinlichere als drittes Zeichen 0, das unwahrscheinlichere als drittes Zeichen 1. Jetzt bin ich da oben für die ersten 4 fertig und bei den unteren mache ich halt weiter. Ja? So, also ich teile wieder auf, gucke jetzt weiter, wann bin ich hier? Erstmal über ein Viertel, die kriegen entsprechend Elemente, kriegen als zweites Zeichen in der Codierung eine 0 und die anderen 1. Und so geht das weiter. Ja, und dann sehe ich hier schon, bei den weniger wahrscheinlichen würde ich also dann Codeworte der Länge 4 bekommen. Ja, also wenn man jetzt so immer weitermacht, kriegt man also für die nächsten 4 Codeworte der Länge 4 und dann gibt es Codeworte der Länge 5 und so weiter. Also je unwahrscheinlicher die werden, desto länger werden die Codeworte. Hier ist das nochmal als Algorithmus aufgeschrieben. Also wenn Fano Codierung, ich habe meine Zeichenliste Z, Zeichen Z1 bis ZK mit Wahrscheinlichkeiten P1 bis PK und was ich haben will, wollen sind eben Codeworte C1 bis CK. Wenn ich nur noch ein Zeichen habe, gebe ich dem entsprechenden, füge ich an die entsprechende Codierung ein Epsilon an und dann geht es eben folgendermaßen, ich habe also meine Elemente aus Z immer vorliegen, sortiert nach Wahrscheinlichkeiten absteigender Richtung und ich trenne immer auf in Z1 und Z2, sodass die Wahrscheinlichkeiten der Elemente aus Z1 aufsummiert minus Wahrscheinlichkeiten der Elemente aus Z2 aufsummiert, dem Betrag nach minimal wird und ich füge also dann den ersten vorne eine 0 an und den zweiten vorne eine 1 an und mache dann mit dem Rest weiter. Und hier kriege ich jetzt natürlich so einen Codierungsbaum, wo die Blätter nicht alle auf derselben Ebene liegen. Das sieht zwar jetzt hier so aus, weil der blöd hingemalt ist, aber der ist natürlich stark unbalanciert, da nach rechts geht, wird das immer schwerer. Also hier die Blätter, die hängen natürlich tiefer als diese Blätter hier vorne. Also wir haben ja von der Wurzel zu dem entsprechenden Blatt, gerade kriegen wir das Code, wenn wir den Weg entlang gehen, das Codewort hier 0000. Für das nullte Element und so weiter und hier für das vierte, auch für das sechste Element 1, 0, 1, 0. Ne? Werden nach rechts immer länger. Okay, wir haben das Ganze ja gemacht, weil wir eine Codierung haben wollen, wo die mittlere Codewortlänge möglichst kurz ist. Nach der Art und Weise, wie das hier vorgenommen wird bei der Shannon-Fano-Codierung, ist es natürlich so, dass die mittlere Codewortlänge kurz wird, weil die sehr wahrscheinlichen Zeichen kurze Codes kriegen. Aber man kann eben nicht beweisen, dass Shannon-Fano-Codierung bezüglich Minimierung der mittleren Codewortlänge optimal ist, weil das einfach nicht der Fall ist. Das ist gut, aber es nicht tut das, also die geht optimiert mit dem Ziel, die Shannon-Fano-Codierung, aber es wird nicht optimal. Es gibt aber Codierungen, wo die mittlere Codewortlänge minimal wird, Huffman-Codierung etwa, die wir gleich betrachten. Das heißt also, Shannon-Codierung ist schon aus dem Grund dann vielleicht nicht so populär wie Huffman-Codierung. Okay, Huffman-Codierung, wie funktioniert die? Wir haben hier wieder Elemente eines Sigma mit Wahrscheinlichkeiten. Ja, 6 Stück sind jetzt wieder nach der Wahrscheinlichkeit sortiert. Wir wollen jetzt also Codierung von C, Codierung von A, Codierung von E und so weiter. Und das soll jetzt wieder so sein, dass die sehr wahrscheinlichen, die wahrscheinlicheren eher kürzere Codes haben als die unwahrscheinlichen. So, hier wird jetzt folgendermaßen vorgegangen. Wir betrachten uns die 2 unwahrscheinlichsten und passen die jetzt wieder auf als Kinder eines Knoten im Codierungsbaums, wobei ja, der untere, unwahrscheinlichere, wir haben die gleiche Wahrscheinlichkeit, da ist das dann beliebig, aber beliebig festgelegt, dass man 1 kriegt als letztes Zeichen und das darüber eine 0. Und dann fassen wir die beiden zusammen für einen neuen Elternknoten ein, dessen Wahrscheinlichkeit gerade Summe
wo die zugehörige Wahrscheinlichkeit gerade Summe dieser beiden Wahrscheinlichkeiten ist. So, und dann vergessen wir die zwei und machen weiter mit den Knoten, die wir jetzt haben und den entsprechenden Wahrscheinlichkeiten. Jetzt gucken wir wieder, was sind die zwei unwahrscheinlichsten? Das ist dieses und das sind, genau, dieser neu entstandene Knoten und der Knoten zu E, die fassen wir wieder zusammen, geben den einen Elternknoten, der unwahrscheinlichere kriegt eine 1 davor gehängt, der wahrscheinlichere eine 0. Wir führen einen neuen Elternknoten ein, dessen Wahrscheinlichkeit Summe der Wahrscheinlichkeiten der beiden gerade betrachteten Knoten ist. Und so machen wir weiter. Dann wäre also jetzt die nächste Frage, was sind die nächsten zwei unwahrscheinlichsten? Was sind die beiden? Das heißt also, die beiden werden zusammengefasst. Elternknoten kriegt als Wahrscheinlichkeit die Summe der beiden Einzelwahrscheinlichkeiten und auch wieder das Unwahrscheinlichere kriegt eine 1, das Wahrscheinlichere eine 0. Dann wieder die zwei unwahrscheinlichsten, das ist jetzt der Knoten und der Knoten. Dann zusammengefasst, die Summe der Wahrscheinlichkeiten ist 0,6. Das für den Unwahrscheinlicheren fügen wir eine 1 davor, für den Wahrscheinlicheren eine 0 davor. Und jetzt das wieder dasselbe. Und dann wären wir fertig und hier wird jetzt dem eine 0 gegeben und dem eine 1, weil der obere weniger wahrscheinlich ist als der untere. Hier haben wir jetzt ganz genau so wieder einen Kodierungsbaum, wo, wenn man von der Wurzel zum Platt geht, dann die Annotation an den Kanten gerade die Kodierung ergibt. Ne? Also für C kriegen wir 0, 1, 1, 1. Ja? Während wir für D einfach nur 1 kriegen. Ja? Also das Wahrscheinlichste hat hier ein deutlich kürzeres Codewort als diese Unwahrscheinlichen. Nochmal, D hat zum Beispiel das Codewort 1, E hat das Codewort 0, 1, 0. C das Codewort 0, 1. Und der Algorithmus dazu, also wir haben unsere Zeichen, unsere Endzeichen mit Wahrscheinlichkeiten P1 bis PN und wir bauen also auf den Baum zum Huffman-Code. Dafür betrachten wir so eine Menge Q, die zu eben den Elementen oder Zeichen gehört. Das heißt also, wir fügen alle Zeichen aus Q als Blätter in den Baum ein. Und dann für i gleich 1 bis n minus 1 erzeugen wir also in dem Knoten neue, in dem Baum neue Elternknoten. Also wir erzeugen neuen Knoten Z im Baum, indem wir folgendermaßen vorgehen: Von den noch verbleibenden Elementen aus Q extrahieren wir das unwahrscheinlichste Element x, ja, hat wahrscheinlich halt px, und sagen, das soll linker Nachfolger von dem neu einzuführenden Knoten Z sein. Und dann extrahieren wir das nächste unwahrscheinlichste Element und machen das zum rechten Nachfolger von dem neuen Knoten. Dem neuen Knoten geben wir als Wahrscheinlichkeit gerade Summe der Wahrscheinlichkeiten dieser beiden Knoten, die wir gerade bestimmt haben. Fügen den neuen Knoten ein und fertig. Und so geht das immer weiter und dann ist das einfach ein Baum, der daraus entstanden ist, mit linker Nachfolger, rechter Nachfolger. Und der linke kriegt immer eine 1 und der rechte kriegt immer eine 0. Ja, das steht hier gar nicht dabei, aber so wäre dann eben die Codierung. Deshalb, sag mal, aufgepasst. Der Baum hier sieht jetzt nicht so aus, wie der Baum bespinnt wird nach dem Algorithmus, weil der da oben, der müsste eigentlich hier unten hin. Sagen, als der wahrscheinlichere, dann nicht rechter, sondern linker Nachfolger von dem hier. Als der weniger wahrscheinliche, nicht rechter, sondern linker Nachfolger. Also nach rechts geht es immer mit 0 und nach links immer mit 1. Okay, so und für den Code kann man jetzt beweisen, dass die mittlere Codewortlänge minimal ist. Und das machen wir jetzt also auch. Also der Huffman-Algorithmus berechnet einen Codierungsbaum, wo rauskommt, dass die mittlere Codewortlänge minimal ist. Und um das zu beweisen, brauchen wir so ein Lemma. Das lautet folgendermaßen. Wir haben unsere Zeichen oder unser Alphabet Sigma mit n Elementen und Wahrscheinlichkeiten p1 bis pn. Und x und y aus Sigma seien jetzt die zwei unwahrscheinlichsten Zeichen. Oder wenn wir jetzt eben mehrere Zeichen haben,
die gleich unwahrscheinlich sind, eben zwei beliebige daraus. Ja? X und Y, X und gleich Y, eine beliebige Wahl für die zwei unwahrscheinlichsten Zeichen. Dann gilt, es gibt einen Codierungsbaum T für Sigma und P mit minimaler mittlerer Codewortlänge, so dass X und Y denselben Elternknoten haben. Ja? Das ist, wie gesagt, ein Hilfslemma und das weist jetzt schon stark darauf hin, wie dann der Beweis unseres Satzes, dass der Huffman-Algorithmus minimale mittlere Codewortlänge erzeugt, wie der Beweis geht. Nämlich, das weist natürlich auf einen Induktionsbeweis hin. Ne? Wir gucken uns die Bäume an und gucken dann die zwei unwahrscheinlichsten an und dann lassen wir die mal weg und Induktionsvoraussetzung gilt auf den Baum davor und dann müssen wir nur gucken, wie kriegen wir die zwei untersten da wieder rein. Ne? Also jetzt die Beweis zu diesem Lemma, dass diese beiden zwei unwahrscheinlichste in so einem, dass es für die, also dass es insgesamt einen Codierungsbaum mit minimaler Codewortlänge gibt, wo die zwei unwahrscheinlichsten denselben Elternknoten haben. Betrachten wir einfach mal einen beliebigen Codierungsbaum mit minimaler mittlerer Codewortlänge und da gucken wir also X und Y an, so zwei unwahrscheinlichste und OBDA ist die Tiefe von X größer gleich der Tiefe von Y. Die beiden haben entweder gleiche Tiefe oder wenn sie verschiedene Tiefe haben, dann soll eben X dasjenige sein, was tiefer hängt. Und Z sei jetzt mal der Elternknoten von X in T' und wenn das noch nicht so ist in dem T', wie wir es haben wollen, dann hängt das Y also irgendwo hier anders. Ne? Also nicht unter demselben, direkt unter demselben Knoten wie das X. Ne? So. Jetzt erster Fall, der Vorgängerknoten von X hat nur X als Nachkommen. Dann könnte man natürlich das Z auch vergessen und das X sozusagen direkt unter den Vorgängerknoten von Z hängen. Das wäre dann ein Baum mit kleinerer mittlerer Codewortlänge, weil wir für X automatisch eine kürzere Codewortlänge haben, was ein Widerspruch zur Optimalität von T' ist. Widerspruch zu der Annahme, dass T' ein Codierungsbaum mit minimaler mittlerer Codewortlänge ist. Und das heißt also, eigentlich kann das nicht sein. Ja? Der unmittelbare Vorgänger von Z nur einen von X nur einen Nachkommen. Jetzt haben wir also mehr als zwei Nachkommen. Und wir betrachten mal so ein Nachfahren von dem Z, der maximale Tiefe hat. Maximal tief hängt, das W. Weil T' optimal ist, müsste also dann die Wahrscheinlichkeit von dem auch kleiner gleich der Wahrscheinlichkeit von Px sein. Andererseits ist ja Px1 mit minimaler Wahrscheinlichkeit. Das heißt also, das Pw muss gleich Px sein. Und dann kann ich ja auch das X mit dem W tauschen und kriege dann einen anderen Fall, den wir als nächstes machen. Nämlich den Fall, Z hat genau zwei Nachkommen. Bei der anderen Nachfolge, andere Nachfahre des unmittelbaren Vorgängers von X, dieses Q hier. So, und was wir einfach wollen, ist, dass Y mit dem Q tauschen können. Ja? Denn wir wollen ja erreichen, dass aus dem T' durch eine einfache Vertauschung einen Baum bekommen, der bezüglich mittlerer Codewortlänge genauso ist und wo X und Y unter genau demselben Knoten hängen. Wir wollen Q mit Y tauschen. Wenn Q und Y beide gleiche Höhe haben, geht das ja auch problemlos. Kann man das einfach machen. Wenn jetzt das Q tiefer wäre als Y, dann müsste aber wegen der Optimalität PQ gleich PY sein. Und dann können wir auch tauschen. Das ist auch kein Problem. Okay. Das heißt also, das können wir auf jeden Fall bewerkstelligen, dass wir zu so einem Alphabet Sigma mit Wahrscheinlichkeiten P1 bis Pn und zwei unwahrscheinlichsten Zeichen X und Y einen optimalen Codierungsbaum, also Codierungsbaum mit minimaler Codewortlänge, betrachten, bei denen X und Y genau denselben Elternknoten haben.
Das können wir immer voraussetzen. Also wir können sozusagen immer zu sowas kommen. Ne? Also zu einem beliebigen, optimalen Codierungsbaum gibt es dann auch so einen. Und das benutzen wir jetzt, um per Induktion über die Anzahl der Zeichen unseres Alphabets zu beweisen, dass der Huffman-Code optimal ist. Ja? Also die mittlere Codewortlänge minimal ist, also der entsprechende Codierungsbaum genauso ist, wie die wir gerade betrachtet haben. Also Induktion über die Anzahl der Zeichen in Sigma. Am Anfang, wenn wir nur ein Zeichen haben, ist das trivialerweise erfüllt. Die mittlere Codewortlänge, gerade die Codewortlänge dieses einen Zeichens. Okay, das heißt aber, nehmen wir jetzt mal an, dass der Huffman-Algorithmus einen Codierungsbaum, zum Codierungsbaum gehört, wo gilt, die mittlere Codewortlänge ist minimal, wenn immer Sigma kleiner gleich n ist, ja, für alle möglichen Wahrscheinlichkeiten, Elemente. Und jetzt gucken wir halt so ein Sigma mit n plus 1 Zeichen, Wahrscheinlichkeiten p1 bis pn plus 1. Diesen Term hier müssen wir betrachten. Mittlere Codewortlänge ist ja nichts anderes als Summe über die v aus Sigma, Wahrscheinlichkeit von v mal Tiefe von v. Das ist das, was wir minimieren wollen, das nennen wir mal f von t. Wir machen einen Widerspruchsbeweis. Wenn wir annehmen, das wäre nicht so, dass der Codierungsbaum zum Huffman-Code hier für optimal ist, dann führen wir das irgendwie zum Widerspruch. Also mit T-Huff bezeichnen wir den Huffman-Baum für unser Sigma mit den n plus 1 Elementen und den Wahrscheinlichkeiten p. Und wir betrachten andererseits einen optimalen Baum, ja, T-Opt, zu demselben Sigma P ein Codierungsbaum mit besserer mittlerer Codierungslänge. Also wir nehmen an, dass F, die mittlere Codierungslänge für das T-Opt, ist echt kleiner als das F für das T-Huff. Und X und Y seien also jetzt diese zwei Zeichen, die im Huffman-Algorithmus zuerst zusammengefasst werden. Das sind also zwei der unwahrscheinlichsten. Ja? Mit dem vorbereiteten Lemma wissen wir, wir können jetzt einfach annehmen, dass unser T-Opt, ja, das ist ja ein Codierungsbaum mit minimaler mittlerer Codewortlänge, gerade so aussieht, dass diese X und Y den gleichen Elternknoten haben. Das heißt also, wenn wir die beiden Bäume T-Opt und T-Huff nebeneinander tun, dann gilt bei T-Huff, dass X und Y denselben Elternknoten haben, weil X und Y gerade die zwei ersten sind, die zusammengefasst werden. Und bei T-Opt aufgrund unseres Lemmas. Ja? Dann können wir jetzt auch schon den entscheidenden Schritt machen. Nämlich wir nehmen die zweimal weg und gucken dann mal nah an, wie ist denn die mittlere Codewortlänge der entsprechenden Bäume T-Opt und T-Huff. Und dann gucken wir, und was passiert mit X und Y. Also Sigma Strich sei Sigma ohne X und Y zusammen mit dem Zeichen, das sozusagen zu dem Elternknoten von X und Y gehört in T-Huff. Und das hat natürlich Wahrscheinlichkeit Px plus Py. So, und T-Opt und T-Huff sind also die entsprechenden Bäume, die sich aus T-Opt und T-Huff ergeben, wenn ich X und Y weglasse. Also in beiden nenne ich sozusagen den gemeinsamen Elternknoten von X und Y Z. Also es ist wirklich bei beiden derselbe, den nenne ich so. T-Huff ist dann aber auch wieder ein Huffman-Baum für die Instanz Y'. Ja? Wenn ich mir einfach angucke, Y', das ist ja das Y ohne XY, also ohne kleinen X und kleinen Y, und zusätzlich kommt das Z hinzu, und wenn ich dazu den Baum aufbauen würde, dann würde ich sag mal, bei gleicher Wahlen der unwahrscheinlichsten Elemente, wenn ich da eine Auswahl habe, gerade wieder T-Huff bekommen für Sigma-Strich. Und genauso ist T-Opt ein Codierungsbaum für Sigma-Strich mit den neuen Wahrscheinlichkeiten. Ja? Okay, und jetzt gucke ich mir da die mittlere Codewortlänge an. Bei T-Huff ist das die mittlere Codewortlänge von T-Huff minus Tiefe von X in T-Huff mal Wahrscheinlichkeit von X und
minus Tiefe von T hoch von y T hoch mal Wahrscheinlichkeit von y, ja, also die zwei gehen raus und stattdessen kommt das z dazu, also die Tiefe von z in T' Huf mal der Wahrscheinlichkeit von z. Und in T' Opt ist das genauso. Jetzt ist dummerweise so, dass die entscheidenden zwei Berechnungsschritte hier nicht auf der Folie stehen, die sind aber offensichtlich. Was ist denn mit dem t dt' Huf von z mal pz? Ja, das z hat in dem Baum gerade dieselbe Tiefe wie x oder y minus 1. Ja? Also hier könnte ich reinschreiben, stattdessen gleich dt Huf x minus 1 mal pz und das pz ist gerade px plus py. Und wenn man also hier sozusagen dtx Huf dt Huf von x mal p von x plus p von y einsetzt und das Ganze ausrechnet und ausnutzt, dass dt Huf von x gleich dt Huf von y ist, dann kommt gerade raus, das ist die mittlere Kurzwandlänge von t Huf minus p von x minus p von y. Und bei T'Opt geht das ganz genauso. Da kommt also dann genauso raus, das ist die mittlere Kurzwandlänge von T'Opt minus Px minus Py. Und damit haben wir unseren Widerspruch, dass T'Opt wäre also dann auch der bessere Kodierungsbaum für Sigma' als T'Huf. Aber nach Induktionsvoraussetzung ist T'Huf optimal. Okay. Ja gut, jetzt könnten wir auch noch ein bisschen über Nachteile von Hofmann-Kodierungen sprechen. Wir haben unterschiedliche Codewortlängen. Das führt natürlich zu unterschiedlichen Bitraten und eben bei der Dekodierung zu Verzögerungen. Das ist jetzt was also generell gegen das spricht, was man eigentlich erzielen will, wenn man die mittlere Codewortlänge minimieren will. Wenn man mittlere Codewortlänge minimieren will und eine Situation hat, wo die Wahrscheinlichkeiten der Zeichen stark divergieren, dann kommt man automatisch dazu, dass man sehr unterschiedliche Codewortlängen hat. Also da tut sich dann immer derselbe Nachteil auf. Und insgesamt ist natürlich auch Datenkompression etwas, was auch wieder Nachteile mit sich bringt. Also Datenkompression heißt ja, ich reduziere Redundanz, wenn ich sozusagen verlustfrei kodieren will, aber mit möglichst kurzer Länge, dann reduziere ich die Redundanz. Das reduziert natürlich auf der anderen Seite auch die Fehleranfälligkeit. Wenn wir später gucken, wie kann man die Fehleranfälligkeit für die Übertragung reduzieren, da würden wir wieder Redundanz einführen. Also das sind einfach konträre Ziele. Möglichst kurz kodieren und andererseits die Fehleranfälligkeit verringern. Und beim Huffman-Code wird natürlich vorausgesetzt, dass ich weiß, wie die Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Zeichen sind. Es gibt andere Kodierungsverfahren, wo man so ein a priori Wissen nicht voraussetzt, etwa Lemmel-Zipf-Algorithmus. Okay, so, jetzt wollen wir Lauflängenkodierungen betrachten und dazu folgendes Szenario. Wir betrachten die Übertragung von dieser Folie übers Faxgerät. Ja? Da werden einfach weiße Blätter mit schwarzen Pixeln übertragen. Ne? Also einfach kann das als ein Bild auffassen mit weißen und schwarzen Bildelementen. Und natürlich ist üblicherweise die Anzahl der weißen Pixel extrem deutlich größer als die Anzahl der schwarzen Pixel. Das ist im Allgemeinen natürlich nicht voneinander unabhängig, ja? Wo schwarze und wo weiße Pixel sind bei einem richtigen Bild, sage ich mal. Wir nehmen jetzt einfach der Einfachheit halber an, das ist aber unabhängig. Also das sind einfach, was wir übertragen wollen, sind einfach weiße Blätter mit schwarzen Pixeln drauf. Wenn man zum Beispiel 15-prozentigen Schwärzungsgrad hat, ergäbe sich als Entropie
Wahrscheinlichkeit für minus Wahrscheinlichkeit für schwarz mal Logarithmus Wahrscheinlichkeit für schwarz minus Wahrscheinlichkeit für, nee, umgekehrt, Wahrscheinlichkeit für weiß minus Wahrscheinlichkeit für weiß mal Logarithmus Wahrscheinlichkeit für weiß minus Wahrscheinlichkeit für schwarz minus Logarithmus für Wahrscheinlichkeit für schwarz gleich, ja, da kommt hier ungefähr 0,61 raus. Und bei einer guten Codierung würde man also so eine Art mittlere Codewortlänge erwarten. Und jetzt eben die Frage, wie ist eine platzsparende Codierung von einem Alphabet, das nur zwei Zeichen hat, überhaupt möglich? Ja? Wie kann man das machen? Und da gibt es jetzt folgende Idee, sogenannte Blockcodes zu verwenden. Also es werden immer K-Zeichen als Block zusammengefasst und dieser Block dann codiert. Ja? Also Beispiel, wir fassen immer zwei Zeichen zu einem Block zusammen. Da hätten wir jetzt hier bei, es gibt nur weiß und schwarz, weiß-weiß, weiß-schwarz, schwarz-weiß und schwarz-schwarz als die Möglichkeiten, ja? Die möglichen Zeichen sozusagen, möglichen Blöcke, also möglichen Zeichen bei dieser Block-Sichtweise. Und ja, das könnte man zum Beispiel jetzt mit Huffman dann codieren. Ne? Also wenn man sagt, naja gut, also weiß-weiß hat Wahrscheinlichkeit 1,5, weiß-schwarz, schwarz-weiß, schwarz-schwarz, weiß-schwarz, schwarz-weiß jeweils 2/10, schwarz-schwarz 1/10, dann bekäme man bei Huffman diese Codierung raus. Mit Codeworten unterschiedlicher Länge und optimaler mittlerer Codewortlänge. Jetzt könnte man auch Folgendes machen. Man fasst in Blöcke unterschiedlicher Länge zusammen und codiert gar nicht die Blöcke, sondern die Abstände. Oder man codiert die Blöcke, aber man fasst sie auf als Abstände. Und zwar, es ist ja weiß deutlich öfter als schwarz. Das heißt also, so eine Übertragung könnte so aussehen, weiß, 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 schwarz, weiß, 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 ja, weiß, weiß, schwarz, schwarz, weiß, 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 also oft weiß, wenig schwarz. Und dass man einfach sagt, naja gut, dann gucke ich mir einfach die Abstände zwischen schwarz, zwei aufeinanderfolgende Schwarze an. Also hier wäre das, erstmal kommen drei Weiße, bevor das erste Schwarz kommt. Also das erste sozusagen meines Codes hierzu ist eine 3. Dann zwischen dem ersten Schwarz und dem zweiten Schwarz kommen zwei Weiße. Der nächste kommt also 2. Dann zwischen dem zweiten und dritten Schwarz kommt kein Weißes. Der nächste ist also 0. Und so weiter. Also für diese Folge von Weiß und Schwarz hätte ich 3, 2, 0, 4, 1, 6, 6 einfach die Abstände zwischen den Schwarzen hintereinander geschrieben. Und das könnte ich jetzt binär codieren. Ja? Einfach, ich nehme als Codierung von dem hier eine geeignete Binärcodierung der Abstände zwischen den Schwarzen erfolgen. Die Abstände können im Prinzip beliebige Zahlen aus n sein. Ja. Natürlich, je länger, je größer das Element aus n ist, desto weniger wahrscheinlich ist ab einer gewissen Größe, dass man den Abstand noch hat. Ja. Ja. Nee, das macht man genauso wie am Anfang. Ne? Also, am Anfang fängt es ja auch nicht mit dem Schwarz an. Also man tut die Anzahl der Weißen da hinten dran. Hm? Wie am Anfang auch. Und dann eine 0. Ne, und dann eine... Achso, wie macht man das? Ich mache dann eine 0 dran, genau wie am Anfang auch. Ne? Wenn es mit Schwarz anfängt, dann wäre das erstes eine 0 und dann Abstand zwischen dem ersten und zweiten und so weiter. Und dann kommt nochmal der Abstand zwischen dem letzten Schwarz und dem Ende. Ja, müsste ich dann hier noch eine 0 dranhängen. Ja, ja, ja. Okay. Okay, jetzt. Ja, da haben Sie recht. Hm? Okay. Ja, das ist dann einfach auf der Folie nicht korrekt. So, und dafür muss man jetzt für eine Codierung, die in Abhängigkeiten der Wahrscheinlichkeiten eben Codewörter
produziert, die so sind, dass die unwahrscheinlichen lang und die wahrscheinlichen kurz sind, die Wahrscheinlichkeiten für die einzelnen Abstände wissen. Jetzt haben wir ja angenommen, die Bildpunkte sind voneinander unabhängig. Dann sei also PL die Wahrscheinlichkeit für einen Block aus L aufeinanderfolgende weiße Bildpunkte, wo dann am Schluss ein schwarzer Bildpunkt kommt. Das heißt also, das PL ist dann die Wahrscheinlichkeit für so einen String L mal B gefolgt von S. Und das ist natürlich nichts anderes als die Wahrscheinlichkeit von W hoch L mal Wahrscheinlichkeit von S. Das heißt, wir kriegen hier so eine geometrische Verteilung wie hier. Und jetzt gucken wir uns das mal konkret an. Also hier haben wir die Abstände, hier die Wahrscheinlichkeiten. Und jetzt benutzen wir einfach Shannon-Fano, um die Elemente entsprechend der Wahrscheinlichkeiten zu kodieren. Ja? Also für den gucken wir die Wahrscheinlichkeiten an, unterteilen wieder sozusagen die oberen Wahrscheinlichkeiten, bis wir zur Wahrscheinlichkeit 1/2 kommen, untere Wahrscheinlichkeiten, die oberen kriegen als erstes 0, die unteren 1 und so weiter. Und damit kann man dann verlustfrei kodieren über eben die Angabe der Längen, Sonderbehandlung für den letzten Block erforderlich und Problem, die Lauflängen können beliebig lang werden. Wissen nicht, also was ist der größte Abstand zwischen zwei Schwarzen? Okay, jetzt müssen wir mal gucken, ob das sinnvoll ist, damit anzufangen. Ich hatte mir überlegt, dass wir praktisch bis hierhin heute besprechen. Haben Sie mal wieder ein bisschen früher. Schluss. Okay.